Sieht schick hier aus. Also den Gipfel eines kleinen Hügels erreichst, der das Jenwaldfeld überblickt, siehst du dort die Armee von Fürst Gatbin geschäftig hin und her ein. Selbst aus dieser Erfahrung hörst du den gleichmäßigen Rhythmus der Kriegstrommel, der den Feind einschüchtern und gleichzeitig ihren eigenen Reihen zur Kampfformation organisieren soll. Marschall Vorwind nähert sich. Sie kommen gerade rechtzeitig. Fürst Gatbins Truppen setzen sich in Bewegung. Ein Angriff steht unmittelbar bevor. Wissen wir, was Gatbin vorhat? Marschall Vorwind reibt sich das Kinn. Sein eigentliches Ziel ist, ihnen im Kampf gegenüberzustehen und dabei gesehen zu werden, wie er sie besiegt. Ich bezweifle natürlich, dass er töricht genug ist, sie zu einem Duell herauszufordern. Deine Truppen inspizieren. Der Großteil der Armee besteht aus lokaler Miliz. Erfahrene Soldaten haben die Reihen aber organisiert, schreiten hindurch und geben den jungen, unerfahrenen Kriegern Ratschläge mit auf den Weg. Manchmal scherzen sie auch. Sie jubeln und schlagen in donnernder Ehrbietung ihre Schwerter gegen ihre Schilde, als du an ihnen vorbeigehst. Aus den Struppen sticht eine kleine Gruppe Krieger hervor, Schmelztiegelritter, die in glänzenden Plattenrüstungen und mit Speer und Schild bewaffnet hoch erhobenen Hauptes auf dem Schlachtfeld stehen. Als du sie passierst, nehmen sie Haltung an. Also Speer und Schild, also wenn der Feind Kavallerie hat, ist das gut. Du passierst eine Gruppe von Felsogern, die gerade dabei ist, sich in eine Raserei zu steigern. Sie schneiden einander zackige Wunden in die Brust und den Rücken. Ihre Kriegsschreie hallen im gesamten Lager wieder. Deine Truppen machen einen weiten Bogen um sie herum. Ein Trupp von rezeranischen Fährtenlesern rüstet sich für die kommende Schlacht. Kriegsbögen werden mit neuen Sehnen versehen und Köcher mit Pfeilen gefüllt. Einer der Bogenschützen sieht dich und pfeift. Stumm legt jeder einzelne der Männer zum Gruß eine geschlossene Faust über das Herz. Lassen Sie das Horn ertönen, Marschall Vorwind. Bringen wir es zu Ende. Marschall Vorwind begegnet Befehle zu bellen. Deine Truppen formieren sich eilig. Gatbins Armee tut es ihnen gleich, als idyrische Kriegstrommeln über das Schlachtfeld hallen. Nach wenigen Augenblicken hebt der Marschall ein Horn in Form eines mächtigen Ebers in seine Lippen. Er blickt dich erwartungsvoll an. Für Ket Nua. Schick diese edirischen Hunde zu Beraf. Heute Nacht werden die Raben die Leichen unserer Feinde zerpicken, während wir im glorreichen Sieg trinken, feiern und ficken. Okay. Deine Waffe über den Kopf heben und schreien, so laut du kannst. Deine Truppen stürmen auf das Feld, die Waffen gegen die Schilde schlagen, als das Horn des Marschalls ertönt. Das Schnalzen von Dutzenden von Bogensehnen ertönt hinter dir, als deine Bogenschützen den Hagel auf Pfeilen auf Gatbins Armee niedersausen lassen. Die Geschosse zischen mit tödlicher Präzision durch die Luft und lassen unzählige Pfeile zum Boden gehen. Kühn deutet Gatbin mit seinem Schwert auf deine Stellung und erteilt einen Befehl, den du nicht hören kannst. Mit erhobenen Schilden stürmt seine Infanterie auf das Feld. Deine Infanterie stürmt auf die feindliche Infanterie in der Mitte des Feldes. Als die beiden Truppen aufeinander krachen, ertönt eine ohrenbetäubende metallische Kakophonie. Es wird erwidert gekämpft, Todesschreie hallen über das Schlachtfeld. Angeführt von erfahrenen Kriegern kämpfen deine Truppen mutig und entschlossen und weichen nicht zurück. Die Schlacht scheint vorerst ein Patz zu sein. Dann erscheint von hinter den feindlichen Linien eine Gruppe irischer Kampfmagier. Sie beginnen mit geübter Präzision ihre Hände synchron zu bewegen. Plötzlich schießen zwischen deinen Truppen Wellen arkanen Feuers auf. Der beißende Gestank von Rauch und brennendem Fleisch ist fast überwältigend. Von der linken Flanke aus beginnt eine Einheit von Rautai-Berserkern in Plattenrüstung mit großen Schwertern die Schlachtlinie nach vorne zu treiben. Sie rücken geradenlos vor und pflastern den Boden mit Leichen. Währenddessen gehen Paladine der düsteren Schreiter in dunklen Rüstungen und mit Schwertern und Schilden bewaffnet hinter Gatbins Linie auf und ab. Sie stacheln seine Krieger an, noch entschlossener zu kämpfen. Die Schlacht tupft weiter und Marschall Vorwind blickt dir zu, um deine Befehle zu erhalten. Okay, wir können die Berserker ausschalten, wir müssen die Kampfmagie ausschalten, die düsteren Schreiter müssen sterben. Das Schlachtfeld studieren. Deine Truppen kämpfen tapfer und halten vorerst die Linien. Gatbins Armee drängt deine Männer jedoch langsam zurück und deine Verluste nehmen zu. Du wirst die Schlacht vermutlich verlieren. Erst müssen die Kampfmagier weg. Wie lautet der Plan für Sitalisa? Sie sind wahrscheinlich hinter den Linien, also sollten die rezeranischen Fährtenleser ihnen wahrscheinlich eine verpassen? Oder die Oger? Ich
will sagen, die Pfeile. Präzise Schüsse der Retinas lassen viele der Kampfmänner zum Boden gehen. Einige der Pfeile werden aber durch arkane Verteidigung abgelenkt. Die Überlebenden ziehen sich aus der Schlacht zurück und begeben sich aus der Reichweite. Allerdings nicht, bevor sie eine Salve Feuerbälle in die Reihen deiner Bogenschüssen geschossen haben. Die Schreie der brennenden und sterbenden Retinaner hallen in deinen Ohren wieder. Okay, gegen die Berserker. Schicken wir mal die Schmelztiegelritter. Die Schmelztiegelritter bilden einen Schildwall um die bröckelnde linke Flanke und verstärken. Rauhteile Berserker werfen sich unrücksichtlich auf Verluste gegen den Wall. Jedes Mal, wenn ein Ritter fällt, schließt er weiter die Lücken. Den Schild hoch erhoben, den Schwert zum Angriff bereit. Viele Berserker fallen und nach wenigen Minuten ist klar, dass der Wall halten wird. Die Schlacht tobt weiter und der Marschall Vorwind blickt dir zu, um deinen Befehl zu erwarten. Die düsteren Schreiter müssen sterben. Marschall Vorwind weicht einem feindlichen Pfeil aus, ehe er antwortet. Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Rufen Sie unsere Ogerverbündeten. Die Felsoger stimmen in einem wilden Tausch ganz bizarr hin. Dank ihrer Größe springen viele der Ogre über die feindlichen Linien und generieren dabei selbst schwerste Verwundungen. Viele fallen zwar, doch etwa ein Dutzend erreichen die düsteren Schreiter. Nachdem die Paladinen nun mit den Oberen beschäftigt sind, können sie die mittlere Linie von Gatbins Armee nicht länger unterstützen. Innerhalb weniger Augenblicke drängen deine eigenen Truppen nach vorne, als Gatbins Linie zu bröckeln beginnt. Die Schlacht tobt weiter und Marschall Vorwind blickt dir zu, meinen Befehl zu erhalten. Okay, die schweren Verluste, die Gatbins Truppen hinnehmen mussten, haben die Moral deiner Männer gehoben. Deine Truppen drängen mit neuer Kraft vor, während Gatbins Armee langsam Boden verliert. Der Sieg ist zum Greifen nah. Alles zum Angriff. Als seine verbleibenden Truppen ihren Anschub beginnen, ertönt in der Ferne ein Horn. Ein neues Kontingent von Kriegern erscheint auf einem Hügel in der Nähe. Als Gatbins Verstärkung auf das Schlachtfeld stürmt, brechen seine übrigen Truppen in Siegesschrei aus. Freudenrufe verwandeln sich in Schreien des Entsetzens, als die Neuankömmlinge anfangen, Gatbins Infanterie anzugreifen. Du erkennst Hauptmann Emery, die ihren dunkle Rüstung den Ansturm anführt. Sie tötet einen von Gatbins Männern mit einem gut gezielten Pistolenschuss und durchbohrt kurz darauf einen zweiten mit einem glänzenden Säbel. Sie tötet Feind um Feind, einmal hält sie kurz inne, um dich über das Schlachtfeld hinweg mit ihrem Schwert zu grüßen. Der Verrat durch ihre Verstärkung bricht den Willen von Gatbins Soldaten. Sie lassen Schwerter und Schilde fallen und fliehen im vollen Lauf vom Schlachtfeld. Talisa, Fürst Gatbin schreitet durch das Gemetzel, begleitet von seiner Elitewache. Der Tag kann auch immer mein sein, wenn ich euren Kopf erbeute. Ich werde sie töten wie einen räudigen Straßenköter. Mehr sind sie nicht. Hier bin ich, bringen wir es zu Ende. Gatbin mit deiner Waffe grüßen. Mit deiner Waffe auf Gatbin zeigen. Auf Gatbin deuten und mit dem Finger symbolisch deine Kehle durchtrennen. Grüßen wir ihn. Okay, da sind wir auf dem Schlachtfeld. Wir haben hier Felsoger, Ketnua-Bogenschützen, Ketnua-Kämpfer. Da ist Gatbin und ja. Ich habe Gatbin irgendwie aus den Augen verloren. Da ist Gatbin. Ich habe Gatbin übernommen. Quest abgeschlossen. Die Schlacht auf dem Jenwald. Fürst Gatbin liegt tot vor dir. Seine Armee ist zerschlagen, blutverschmiert und verschöpft. Blicken deine verbleibenden Truppen zu dir. Die Schwerter im Triumph erhoben und skandieren deinen Namen. Talisa, Talisa, Talisa. Erfahrung gehalten. Robert, Erfahrung gehalten. Gesamterfahrung. Kanzler Varian hält den Saum seiner Robe hoch, während er auf dem Weg zu dir über einige Leichen hinwegsteigt.
Sein Gesicht ist zwar blass und er sieht aus, als müsste er sich jeden Augenblick überleben, aber er setzt ein erzwungenes Lächeln auf. Fürst Imtanisa, ich bin zwar dankbar, dass dieser Disput endlich vorüber ist, aber es ist bedauerlich, dass er so viele Leben gekostet hat. Ich glaube, mir hätte er einfach von vornherein vernünftig sein sollen. Er wirkt, als sein Seidenstiefel gegen einen abgetrennten Kopf stößt. Wie dem auch sei, als Rechtsbeamter von Graf Bedmar bin ich hier, um Sie zur Kenntnis zu setzen, dass Sie zur Teilung des Dürrwalds ernannt wurden und Ket Nur als Eigentum anerkannt wurde. Jetzt und für alle Zeiten, denn die Festung wird auf Ihre etwaigen Nachkommen übergehen. Nur da Ihr Rechtsanspruch bestätigt wurde, wird natürlich erwartet, dass Sie einen kleinen Teil aller eingetriebenen Steuern an Ihren rechtmäßigen Herrn weitergeben. Graf Bedmar. Klingt gerecht. Sagen Sie Graf Bedmar, dass ich für seine Hilfe dankbar bin. Ich sorge dafür, dass seine Steuern regelmäßig eingetrieben werden. Nicken. Ich habe alle Arbeit getan, also behalte ich auch alle Steuern. Nehmen wir die zwei. Hervorragend. Ich lasse Graf Bedmar wissen, dass alles in Ordnung ist. Da scheint meine Arbeit getan. Besuchen Sie gern den Palast, wenn... Er tritt mit einem nassen Schmatzen von einer Pfütze Gedärme, als er zum Gehen wendet. Vielleicht komme ich lieber Sie besuchen. Ja, vielleicht in einem Jahr oder drei. Fürst Italis, es war mir eine Ehre, Ihnen zu dienen. Ich begebe mich zurück nach Gerards Griff. Der Graf hat dort dringende Aufgaben für mich, fürchte ich. Sollten Sie sich jemals so weit im Norden wiederfinden, besuchen Sie mich. Ich würde gerne einmal einen Humpen oder zwei Kriegserlebnisse austauschen. Er greift kurz seine Hand, schüttelt sie mit einem festen Griff und macht auf dem Absatz kehrt. Also ja, dass Gadbins Verbündete ihm in den Rücken gefallen sind, habe ich wohl seiner Kommandantin zu verdanken, die doch nicht so ganz zufrieden mit ihm war. Für Autorität des Fürsten. Einmal pro Festungszug, okay. Der klingt schon mal interessant, der Ring. Wegen der Befreiung abstumpfender Gürtel. Das kann alles da rein. Ist hier irgendwas besonders? Ein außergewöhnliches Schwert? Panzerhandschuhe der Ogerkraft. Den können wir sicherlich auch jemandem geben. Ein anderer Priester und eine Gruppe gieriger Seemänner reichten aus, um trauernde Mutter an die Stelle zu rudern, an der die Geister von Alessa und Pelane sangen. Leider ließ ein heftiger Sturm das kleine Boot kentern. Trauernde Mutter, der Priester und die Seeleute wurden allesamt tief in die Anmut von Ximena gespült. Wunderbarerweise tauchten sie fast alle in einer großen Meereshöhle bei Barda wieder auf. Der Eingang zu dieser Höhle war von der Oberfläche aus nicht zu finden. Sie enthielt wundersame Dinge, die seit Generationen niemand gesehen hatte. Gesunkene Kriegsschiffe, Handelsschiffe und Überreste der unglückseligen Reisenden, die in der Vergangenheit der Armut zum Opfer gefallen waren. Trauernde Mutter und der bunte, zusammengewürfelte Haufen entdeckten einen Stamm von Überlebenden, die durch Kannibalismus und gelegentliche Beutezüge in den Höhlen überlebt hatte. Durch die lange Zeit in der Höhle waren sie völlig verwildert und ihre Sprache war nicht mehr zu verstehen. Einige griffen die Besatzung des kürzlich gesunkenen Bootes an, aber trauernde Mutter konnte die anderen verjagen. Schließlich gelang die Gruppe zu einem Knochenhaufen, in dem sich die Überreste von Alessa und Pelane befinden. Der andritische Priester begrub das Paar gemeinsam und hielt eine Bestattungszeremonie ab. Damit zogen die Geister sich aus der Welt zurück und traten über ins Jenseits. Ausdauer tauschen. Okay. Und nochmal Ausdauer tauschen. Kupferner Ring und silberner Ring. Okay. Eine Goldsohle. Oder Sohle. Ah, Jenwaldfeld ist ein eigenes Ding. Auch gut. Aber ja, die Handschuhe.
Ne, ich habe was, was mehr Macht gibt, gell? Ja, den Ring. Ja, ich gebe da eine zweite Chance mal ab, weil so oft falle ich ja nicht mal mehr um. Was gut ist. Und leg mal den Ring an. Gürtelmäßig. Kriegst du den? Aber ja, dann packen wir das Ding mal weg.